Und 1900, so Ende 1950, fangen die, wie in Deutschland, Japan hat also die Wirtschaft ist hochgegangen. Und ich hatte ein Glück gehabt, dass ich nach Deutschland zu kommen. Ich bin Ende 1959 nach Hamburg mit dem Schiff von Yokohama nach Hamburg. Etwa 40 Tage gedauert. Sehr lange Zeit. War das ein Passagierschiff, ein Handelsschiff? Was war das für ein Schiff? Das war ein Frachtschiff. Frachtschiff, ja. Und die japanische Frachtschiff. Und so wie ich erinnern kann, dieses Schiff haben zuerst von Yokohama nach Hongkong. Nach Hongkong irgendwas abgeraden oder wieder eingeraden und dann von Hongkong nach Aden. Aden ist ja Saudi-Arabien, ne? Also die. Jemen, glaube ich, ja. So, jetzt ist gehört die Jemen, ja. Und dann durch den Rotes Meer über Suezkanal und dann wir haben in wie heißt der Hafenstadt in der Nähe von Kairo, die Alexandria, Alexandria und dann nach Alexandria nach Genua. Das war Genua war für mich erste europäische Stadt. Ich war sehr begeistert, ja. Und dann von Genua wieder Mittelmeer. Und dann die Gibraltar durch und dann die Atlantik. Atlantik und dann ohne Zwischen Station nach Hamburg über Elbefluss gekommen. Das war meine erste Reise nach Europa gewesen. Und gerade Ankunft in Hamburg bin ich 20 Jahre alt geworden. Und mein Freund haben mich abgeholt am Hafen. Und wir sind zu Hause in seinem Freund in Ein deutscher Freund oder ein japanischer? deutscher Freund gewesen, ja, in Hamburg übernachtet, paar Tage, ja. Das war schöne Zeit und ich habe in Hamburg 3 Semester studiert.